Fünf ausgezeichnete Schüler-Bigbands hatten am 20. Juli bei der Schools Out Big Band Party auf der Gildeparkbühne die Chance, ihre Musik zu präsentieren. Etwas verfrüht wurde hier mit zahlreichen Gästen das Ende des Schuljahres gefeiert. Initiator des Ganzen, Michael Thiemann, erklärt, warum er die Veranstaltung auf die Beine gestellt hat. Wir haben eben hier in der Region fünf Big Bands, die ausgezeichnet worden sind auf überregionalen Wettbewerben, die aber gar nicht so wahrgenommen werden. Und das ist natürlich ein unglaublich tolles Ereignis, dass man so ein tolles Podium für die mal schafft. Zwischen den Konzerten leitete Frontmann von der Band Terry Hoax, Oliver Perau, durch den Nachmittag. Schirmherr der Veranstaltung war Regionspräsident Hauke Jagau. Die Bands spielten nicht nur Stücke für Jazzfans, sondern auch populäre Songs zum Mitsingen. Und das Publikum war sichtlich begeistert. Ich finde es enorm, was die Jugendlichen für tolle Musik machen. Ich habe einen Sohn dabei, insofern das ist der Anlass zu kommen und der tritt nachher noch auf, da freue ich mich natürlich besonders drauf. Aber ich muss sagen, das, was ich eben gerade gehört habe, das war wirklich herausragend. Ich habe schon mehrere Big Bands von anderen Schulen gehört, fand ich immer klasse, weil die echt taffe Musik machen. Ich freue mich auf die nächste Band. Und das zu Recht, denn die Bands spielten facettenreiche Konzerte, bei denen für jeden etwas dabei war.